Ja, liebe Studierende, wir haben ja in der letzten Sitzung oder für die letzte Sitzung habe ich Ihnen ja ein Input-Video vorgelegt, das im Umfang deutlich über dem lag, was ich normalerweise Ihnen zur Verfügung stelle. Und insofern wird möglicherweise dieser thematische Schwerpunkt noch einmal ganz anders zu bearbeiten sein hier im Seminar, als ich das angekündigt habe. Deswegen möchte ich heute mich etwas kürzer fassen, wenn ich auf die Themen Artefakte und Framing schaue. Auch das werden wir im Seminar vertiefen und ich hoffe, dass Sie zumindest erstmal interessante Anregungen zu diesen beiden Themen finden werden, wenn wir uns auf die Erarbeitungsphase im Seminar zu bewegen. Komme ich gleich zur Präsentation, nämlich zu den Artefakten und zum Framing und möchte beginnen mit einem besonderen Artefakt, das wir hier zur Verfügung haben, nämlich angekündigt hatte ich schon, dass wir tatsächlich einen Überblick über elektronisch lesbare, mittlerweile elektronisch lesbare Missionsnarrative haben und die selbst natürlich Artefakte sind, aber auch Sprache der indigenen Bevölkerung als Artefakte mittransportiert. Das sind vor allen Dingen erst einmal Toponyme und Namen für Institutionen, aber auch selbst natürlich Grammatiken und Lexikoneinträge der indigenen Sprachen. Da sind Sie, wenn Sie das interessiert, vollkommen frei. Ich kann Ihnen hier Verschiedenes zur Verfügung stellen. Sprechen Sie mich bitte einfach darauf an, was Sie am ehesten interessiert. Das Zweite an Artefakten würde ich Ihnen ganz gern zeigen. Sie können im Moment leider keine Ausstellungen besuchen, was speziell im Fall zu Artefakten aus Kolonialgebieten sehr, sehr bedauerlich ist. Aber Sie können wenigstens die elektronische Dokumentation dessen ansehen. Und ich würde Ihnen exemplarisch zwei Dinge vorstellen wollen, nämlich zum einen die Ausstellung zum deutschen Kolonialismus aus dem Deutschen Historischen Museum in Berlin, die für Furore gesorgt hat und eingerichtet war für ein halbes Jahr, nämlich von Oktober 2016 bis zum Mai 2017. Und den Link zu dieser Ausstellungsdokumentation habe ich Ihnen in der Präsentation verlinkt. Orientieren Sie sich hier, schauen Sie einfach nach. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie neben Begleitprogrammen, Ausstellungen und vor allen Dingen auch einem Ausstellungskatalog, der vielfach rezensiert worden ist und nach wie vor käuflich zu erwerben ist, sich hier vor allen Dingen auf zwei Dinge konzentrieren können, nämlich erstens mal die sogenannten Objektgeschichten, auf die ich Sie hinweisen möchte, die Anregungen liefern, und zum Zweiten mehr auf dem anderen mobilen Plattformen. Und ich gehe jetzt diese beiden Dinge einmal durch, nämlich die Objektgeschichten. Bitte schauen Sie, wenn Sie Interesse haben, sich hier Einzelnes durch. Sie sehen, es reicht tatsächlich von Artefakten wie dem Tropenhelm, der auch die Titelgrafik für unsere Gruppen ziert, bis hin zu spezifischen Verpackungen. Darauf sind wir ja schon eingegangen, auch im Kontext von Marketing. Dann Relikten aus der Begeisterung für das Exotische und das zum Beispiel sich in solchen Schmuckdöschen zeigt. Dann Spielkarten, ja, Spielzeug und andere Artefakte, die eine Rolle spielen in diesem Kontext. Orientieren Sie sich hier zunächst und wenn Sie ein interessantes Thema finden, dann können Sie sich darauf in der Gruppe fokussieren. Das Zweite, was ich Ihnen zeigen wollte, war die Online-Ressource Lebendiges Museum. Hier finden Sie tatsächlich noch ganz andere Quellen zum deutschen Kolonialismus, angefangen von kolonialpolitischen Dokumenten über statistische Angaben und einem Schwerpunkt, nämlich dem Hererokrieg von 1904. Schauen Sie sich das genauer an und auf eines möchte ich Sie noch hinweisen in diesem Kontext, weil auch diese Figur natürlich in der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum eine entscheidende Rolle spielte: Karl Peters. Nach ihm sind noch einige Straßen in Deutschland benannt und er ist, würde man sagen, das hässliche Gesicht des deutschen Kolonialismus aus vielerlei Gründen.
Sehen Sie sich diese Biografie von Karl Peters mal bitte an. Und wenn Sie sich zum Beispiel für Rassismen in unserer heutigen Kultur interessieren oder wie welche Artefakte aus der Kolonialzeit in unserer heutigen Kultur noch eine Rolle spielen, dann schauen Sie doch mal nach Karl Peters Straßen in Deutschland und den Diskussionen darum. Das kann ein sehr interessantes Thema sein für eine Präsentation in diesem Kontext. In Dresden selbst, in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, könnten Sie das Völkerkundemuseum Herrnhut besuchen. Allerdings sei gleich dazu gesagt, ist das Museum im Moment geschlossen. Auch hier könnten Sie sich Anregungen holen über koloniale Artefakte. Und sobald das Museum wieder eröffnet, würde ich Sie bitten, dass Sie entweder mich darauf hinweisen oder Ihre Kommilitoninnen, sodass sich da auch möglicherweise sehr interessante Präsentationen ergeben. Das aber soll es in aller Kürze gewesen sein zu den Artefakten. Und ich würde mich jetzt im nächsten Schritt ebenfalls auch kurz noch einmal dem Thema des Rassismus ohne Rassen zuwenden. Warum tue ich das? Weil, wie beim letzten Mal oder sagen wir mal so, wie ich beim letzten Mal ausgeführt habe, brauchen Sie nicht den Begriff oder das Konzept von Rasse, um andere Menschen abzuwerten und auszugrenzen. Denn Fredrickson stellt es 2011 schon sehr deutlich heraus, Mein Bär wieder, dass Kultur, also alle Facetten von Kultur genutzt werden können, um funktionale Äquivalente des Rassenbegriffs zu sein. Und das Ganze schaue ich mit Ihnen jetzt an in die Richtung der Frage, wie kann man das Ganze linguistisch operationalisieren? Und um es linguistisch operationalisieren zu können, ist der Begriff des Frames oder Framings ein sehr relevanter. Und ich werde mich jetzt hier auf zwei Aspekte konzentrieren, nämlich die Frage, wie können wir Fremde oder wie werden Fremde ausgegrenzt, also ausgeschlossen, und wie werden sie vernichtet. Das sind im Wesentlichen die zwei Aspekte, die ich mir jetzt genauer anschauen will. In dem Video in der letzten Woche hatte ich mir vor allen Dingen die Frage von Angst und Sicherheit und Prävention genauer angesehen, aber ich will mich jetzt mal auf Ausschließung und Vernichtung konzentrieren. Gezeigt hatte ich Ihnen diesen Auszug aus zwei Missionsnarrativen der Herrnhuter von Loskiel und La Trobe 1789, 1794 im Zusammenhang des sogenannten Gnadenhüttenmassakers 1782. Und ich würde Ihre Aufmerksamkeit jetzt gerne lenken auf diese Passage. Ja? Also, dass die Indianer wieder als markierter Begriff, als Kanaaniter aufzufassen sind, die ohne Gnade vernichtet werden müssen und vom Angesicht der Erde verschwinden müssen. Und dass Amerika das versprochene Land ist, das den Christen versprochen ist, also das den Christen versprochene Land ist. Was in diesem Zusammenhang relevant wird, ist die Auffassung des sogenannten Frames als eines Deutungs- oder Wissensrahmen. Und grundlegend ist dabei die Annahme, dass ein sprachlicher Ausdruck, also so etwas wie Zerstörung, Vernichtung oder Kanaaniter, Wissen in Gestalt von zusammenhängenden Informationseinheiten aufruft, deren Strukturzusammenhang mit linguistischen Mitteln beschrieben werden kann. Hier ein Zitat aus Alexander Ziems Frame-Semantik. Die Begriffe hier habe ich freilich auf den aktuellen Kontext angepasst. Interessant ist, dass Frames Leerstellen aufweisen, also das heißt, die sie lexikalisch füllen können. Also in diese Slots können dann sogenannte Werte oder Instanzen eintreten, die allerdings eine bestimmte Rolle, also diese Leerstelle, mit bestimmten semantischen Eigenschaften oder mit bestimmten semantischen Eigenschaften entsprechen muss. Das heißt, mehr oder weniger ist es eine Abstraktion von semantischen Bezügen, die sich in Wissenszusammenhängen und Bedeutungsrahmen widerspiegeln. Und das zeige ich Ihnen jetzt im Folgenden an einigen Beispielen. Ausgangspunkt für uns wird jetzt hier an der Stelle sein, dass wir nicht uns das allein zurechtlegen und einer Interpretation zuführen, sondern dass wir auf eine Basis uns konzentrieren, die vorliegt, Ihnen vorliegt, nämlich das sogenannte FrameNet.
Und in diesem FrameNet sind sogenannte Frame-Elemente, also Sets von Frame-Elementen, semantischen Rollen, definiert, die Sie für die Beschreibung von Frames nutzen können. Und sie basieren auf der Theorie der Deep Cases von Fillmore. Und wenn man sich mit dem auseinandersetzt, kann man die folgende Aussage, die ich Ihnen schon gezeigt habe, wie folgt beschreiben. Zunächst erstmal FrameNet, das ist die Oberfläche. Googeln Sie bitte danach, wir machen das auch im Seminar zusammen. Einfach um eine gewisse Sicherheit darin zu bekommen. Das wird auch nicht das erste Mal und das letzte Mal sein, dass Sie diese Oberfläche hier sehen. Insofern nehmen Sie das jetzt bitte erstmal hin und wir arbeiten damit ganz konkret an Material. Das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist die Definition von Seiten, also friendly or hostile, heißt der Frame. Und dieser Frame beinhaltet im Wesentlichen nur eine Dichotomisierung von Menschen oder Gesellschaften, sozialen Entitäten in Freund und Feind. Das, was Sie hier sehen, ist im Wesentlichen genau das. Also wir reden von den Amerikanern. Also Sie werden aus der Außenperspektive von La Trobe so als Amerikaner bezeichnet. Also wir reden von den Amerikanern, die die Indianer als feindlich markieren, die vom Angesicht der Erde zu tilgen sind. Wenn Sie sich jetzt hier tatsächlich die Frage stellen, es sind mehr oder weniger, haben wir die Frame-Elemente, Side 1, Side 2, und dann die gegensätzlichen Seiten als Kernframe-Elemente in diesem Frame. La Trobe stellt sich selbst scheinbar heraus aus dieser Differenzierung, macht aber durch die Art und Weise seiner Formulierung deutlich, dass er sich eher auf die Seite der First Nations stellt und die ideologische Markierung, die er den Amerikanern zuweist, als Diskursposition, erinnern Sie sich, nicht die seinige ist. Das ist, wird im Wesentlichen durch zwei Dinge deutlich. Einmal hier der Human Behavior, also das menschliche Verhalten der britischen Regierung und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier eine Wertzuschreibung und Attribuierung mit einem Hochwertwort in diesem Kontext. Und dieser Seite ordnet er sich zu und eben nicht der anderen, die ohne Gnade. Und das ist hier tatsächlich eine sehr, sehr starke semantische Markierung. Eine andere Seite auszurotten sucht. Und das wäre ein Frame, den Sie hier heranziehen können, wenn es um die Frage der Abgrenzung oder Ausschließung geht von zwei Seiten. Eine andere Möglichkeit, das zeige ich Ihnen auch noch, das wäre der Frame Destroying. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass jemand, ein Destroyer, einen Patient, also das heißt, der in Mitleidenschaft gezogen wird dadurch, so attackiert, dass dieser nicht länger existiert. Also er wird zerstört. Das Ganze ist in unserem Kulturkreis in der Regel nicht sehr positiv markiert und hat aber dann natürlich entsprechend, hängt ganz im Wesentlichen von der Entität ab, die zerstört werden muss. Also im Moment wendet sich die Weltgemeinschaft gegen einen pandemischen Virus. Den wird man nicht zerstören können, aber hier ist natürlich die Lage eine andere und das ist entsprechend positiv markiert. Hier bei La Trobe, hatte ich schon gesagt, ist das Ganze äußerst negativ markiert und damit auch diejenigen, die attackieren. Sie sehen, dass alle Kernelemente genannt sind, bis auf den Grund. Das Interessante an Frames ist tatsächlich, dass Sie auch Stellen sehen, die in bestimmten Texten nicht besetzt sind. Und zumindest der Grund, der hier angegeben wird, nämlich, dass das Land den Amerikanern, den Christen als Eigentum versprochen sei, das wird als wörtliches, also sagen wir mal so, das wird in dem Aussagezusammenhang den Amerikanern von außen zugewiesen. Also sie sagen es nicht selbst, sondern La Trobe weist ihnen diese Begründung zu. Das wäre hier die Course, die gegeben ist. Allerdings
lesen Sie auch zwischen den Zeilen heraus, dass La Trobe dem nicht sonderlich zu entsprechen scheint. Also das heißt, selbst wenn eine Begründung genannt ist, ja, hat La Trobe erhebliche Zweifel daran, dass diese Begründung in diesem Kontext stichhaltig ist. Das macht es so spannend, framesemantisch darauf zu schauen und hier auf die Füllung der Slots durch bestimmte Elemente zu schauen und das genauer einzuordnen und zum Ausgangspunkt für Interpretationen zu machen. Aber schauen wir mal auf die Gegenwart. Kommen wir weg von La Trobe und von Loskiel und von Herrnhut und von Nordamerika und den First Nations und schauen wir einfach auf die neue Rechte. Und hier würde ich Ihr Augenmerk gerne auf ein Beispiel lenken, das in diesem Kontext gern zitiert wird, nämlich auf den sogenannten Austausch, den großen Austausch. Das heißt, dass es die neurechte Ideenlehre davon ausgeht, dass durch Migration, dass Migration geplant sei und damit das Ziel verfolgt werden soll, dass die in Europa Ansässigen durch die Zugewanderten verdrängt werden, indem sie einfach zahlenmäßig die nächste Mehrheit stellen. Ideologisch, so Balibar, gehört der gegenwärtige Rassismus in den Zusammenhang eines Rassismus ohne Rassen, eines Rassismus, der jedenfalls auf den ersten Blick nicht mehr die Überlegenheit bestimmter Gruppen oder Völker über andere postuliert, sondern sich darauf beschränkt, die Schädlichkeit jeder Grenzverwischung und die Unvereinbarkeit der Lebensweise und Tradition zu behaupten. Sie erinnern sich, friendly and hostile. Und diese Differenzierung wird hier ganz stark gemacht, die Unvereinbarkeit von unterschiedlichen kulturellen Bezügen. Und wenn diese Klassifikation dazu dient, soziale, politische und ökonomische Praxen zu begründen, die bestimmte Gruppen vom Zugang zu materiellen oder symbolischen Ressourcen ausschließen, dann handelt es sich um rassistische Praxen. Stichwort Festung Europa, Stichwort Flüchtlingslager auf verschiedenen griechischen Inseln, Stichwort Flüchtlingsvereinbarung mit der Türkei. Und tatsächlich muss man sich fragen, ob die humanitäre Arbeit, der sich das christliche Abendland verschrieben hat, also das heißt die Werte, auf denen das christliche Abendland steht, sich mit einer solchen Praxis vereinbaren lassen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die neue Rechte genau dies einfordert. Das heißt, die neue Rechte fordert die Grenzziehung, Trump baut einen Zaun Richtung Mexiko und so weiter und so fort. Es geht hier darum, einen Zugang zu materialen und symbolischen Ressourcen auszuschließen. Und diesen Ausschließungspraxen, und das ist jetzt das Zentrale nach Jäger, liegt kultureller Rassismus zugrunde. Auch wenn bestimmte Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuche einer bestimmten Menschengruppe verabsolutiert und naturalisiert werden, sozusagen als die einzig normale Form zu leben angesehen werden und andere davon abweichende Lebensformen negativ oder auch positiv bewertet werden, ohne dass dies unbedingt genetisch oder biologisch begründet wird, ist von Rassismus zu sprechen. Ganz am Anfang erinnern Sie sich, dass Membet es im Zusammenhang von Religion und Religionskritik, also der sogenannten Islamophobie, geführt hat. Und tatsächlich ist es der Kontext, in dem wir uns hier bewegen, auch wenn im öffentlichen Diskurs das Ganze heute mittlerweile sehr viel differenzierter gesehen wird als noch vor wenigen Jahren. Takeda 2017, Rassismus ohne Rassen, besagt selbst, dass die Aussagekraft des hier zentralen Wortes mit einem substanziellen Defizit belastet ist. Kultureller Rassismus versteht sich als ein Rassismus neueren Typs, der den einzigen biologischen Rassismus abgelöst habe. Aber Rassismus im wörtlichen Sinne beruft sich eben auf rassische, das heißt vermeintlich biologische Merkmale und nicht auf kulturelle, das heißt über das biologische hinausgehende Differenzen, sodass kultureller Rassismus in gewisser Hinsicht ein Oxymoron ist, eine Contrictio in adjecto, genauso wie biologischer Rassismus ein Pleonasmus ist. Das ist eine kritische Differenzierung, die hier noch einmal an die Frage zurückerinnert, wie viele menschliche Rassen es denn gibt, nämlich eine. Und dass man auf dieser Basis den Begriff des Rassismus sehen will. Deswegen ist der kulturelle Rassismus abgelöst worden durch den Kulturalismus,
Wie hier bei Takeda auch nochmal aufgeführt, und ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass genau diese feinen Differenzierungen im Seminar eine große Rolle spielen können, einfach damit Sie auch selber auf sicherem Boden stehen. Kulturalismus kann genauso wie Rassismus in unterschiedlichen Formen auftreten. Je nach Grad der interkulturellen Orientierung lassen sich grundsätzlich drei Formen von Kulturalismus unterscheiden. Sie können entweder von Abwertung geprägt, struktureller Art oder von Wohlwollen getragen sein, mit anderen Worten. Es gibt erstens den abwertenden, den strukturellen und den wohlwollenden Kulturalismus. In unserem Fall interessieren uns der abwertende und der strukturelle Kulturalismus. Ja, das, was hier im Wesentlichen zum Ausdruck kommt im Kontext der identitären Bewegung, sehen Sie sehr stark diese Mechanismen am Werk, auch sprachlich, die ich versucht habe vorhin zu identifizieren, nämlich es geht um das eigene und das Fremde, die Ausschließungspraxen und die Sorge um eine feindliche Übernahme, also Revolte gegen den Austausch. Das Ganze sind aber diskursive Konstrukte, die sich mit Wirklichkeit, die mit Wirklichkeit nicht allzu viel zu tun haben müssen, denn Sie erinnern sich, das, was hier sprachlich konstruiert wird, ist im linguistischen Konstruktivismus, also einer Diskurslinguistik, tatsächlich eine spezifische Perspektivierung auf Wirklichkeit unter einer spezifischen Ideenlehre, die hier sehr, sehr besonders deutlich und hässlich heraustritt. Und das Ganze sehen Sie auch hier im Zusammenhang der Flüchtlingskrise nochmal, andere Begriffe wie Umvölkung, großer Austausch, Ethnopluralismus und so weiter, sind alle Begriffe, die in diesem Kontext fallen und die bei entsprechendem Framing eine bestimmte Wirkung hervorrufen. Und ich würde Sie ganz gern bitten, jetzt mit mir gemeinsam in der Seminardiskussion, dass wir den Implikationen des Begriffs großer Austausch auf die Spur gehen und uns vor allen Dingen erstmal darauf konzentrieren und dann möglicherweise andere Begriffe mit hinzuziehen. Sie sehen das ganz unten, Invasoren, ja, also das heißt die Flüchtlinge als und Geflüchteten als Aggressoren, die in diesem großen Austausch eine Rolle spielen, und damit sehen Sie schon, in welche Stoßrichtung das Framing hier geht, und dem gehen wir gleich gemeinsam im Seminar auf den Grund. Ganz zum Abschluss noch einmal zwei Zitate aus dem inneren Kontext dieser Ideenlehre, nämlich erstmal, was bedeutet Identität? Identitär kommt von Identität. Sie sehen hier, es geht um die identitäre Bewegung bei dem Ganzen. Das drückt bereits aus, dass wir uns der zentralen Frage des 21. Jahrhunderts stellen, der Frage nach Identität. Nur wenn man diese Frage stellt, kann man die aktuellen Probleme lösen und das Anliegen unserer Bewegung verstehen. Der Erhalt der ethnokulturellen Identität ist das einzige Ziel der identitären Bewegung. Das heißt, dass Österreich das Land der Österreicher und Europa das Land der Europäer bleibt und wir unser Erbe in die Zukunft weitertragen können. Wir stehen für eine Welt der tausend Völker, Traditionen und Kulturen und wollen auch selbst Teil dieser Vielfalt sein. Das Ganze klingt sehr viel harmloser, als es hier daherkommt. Nämlich gemeint ist, dass bitte alle dort bleiben sollen, wo sie hergekommen sind. Die First Nations hätten das bestimmt auch gut geheißen, wenn die Europäer da geblieben wären, wo sie herkommen. Aber das Interessante an unserem Gesprächszusammenhang ist, dass hier eine europäische Superiorität sich schlussendlich darin begründet, dass sie wieder, wie viele Jahrhunderte zuvor, versucht zu dominieren, wer wo an welcher Welt, an welcher Stelle in der Welt zu leben hat und wie er gefälligst damit umzugehen hat, wenn EuropäerInnen dies in einer entsprechenden Weise festlegen. Das heißt, das Ganze hier ist nicht konsensuell herbeigeführt, sondern es geht hier tatsächlich um einen Abgrenzungs- und Ausschließungsmechanismus. Und das Einzige, was an dieser Stelle noch nicht expliziert ist, ist die Idee der Vernichtung, die oder noch nicht die Ausbeutung und noch nicht die Vernichtung. Das sind Aspekte, die wir in dem Zitat von Latrobe gesehen haben. Ja, mit diesem kurzen Input, der sich heute wirklich zurückhält,
Ich hoffe, dass Ihnen das aufgefallen ist. Würde ich ganz gern jetzt mit Ihnen in die Diskussion gehen und vielleicht diese beiden thematischen Aspekte, nämlich Rassismus und Historizität, also das heißt die Geschichtlichkeit dieses Konzeptes, dann die Artefakte und methodisch nochmal den Zugriff des Framings diskutieren. Hoffe, dass Sie viele Anregungen gefunden haben, wie Sie Ihre Fragestellung entwickeln können. Bin für die meisten bis gleich und für alle anderen, die nur den YouTube-Kanal folgen, bis zur nächsten Woche. Ihr Alexander Lasch. Und um das Thema weiter zu vertiefen, habe ich die Playlist zum Seminar verlinkt, darunter noch ein Video aus dem restlichen Portfolio. Wenn ihr oder Sie mögen, abonnieren Sie den Kanal, lassen Sie ein Like da und läuten oder drücken Sie die Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn ich neuen Content hochlade, wenn er Sie interessiert, was mich sehr freuen würde. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.